Also, grüße miteinander. Warum die Stromalmend? Kann sein, dass sich der eine oder die andere sich die Frage stellt. Warum braucht es das? Warum müssen wir einen Ort schaffen, wo wir uns organisieren, den Strom gleichwertig untereinander zu verteilen, gemeinsam? Wieso sollten wir da nicht wogen? Also, Fakt ist, die Energiebranche, so wie sie im Moment ist, steht vor enormen Veränderungen. Das eine ist, was wir immer wieder hören, die ganze erneuerbare Geschichte. Also Atomausstieg, Kohleausstieg, oder? Das ist eine riesige Herausforderung. Ja? Das andere ist Digitalisierung. Stichwort Blockchain. Was heißt das, wenn wir so wie mit dem Geld, Bitcoin, einfach dezentral die ganze Energie organisieren? Weiter kommt die ganze Sektorkopplung. Also, wo tun wir das Ganze denn speichern? Wie tun wir unsere Mobilität weiter gewährleisten? All das gehört dort rein. Aber ein wichtiger Aspekt, und dort ist genau die Stromalmend, wird einen wichtigen Anteil darin erstellen, ist Dezentralisierung. Dezentralisierung hat auch mit Technik zu tun, oder? Weil das heisst mehr Photovoltaikanlagen, es heisst mehr vielleicht auch lokale Speicher. Es heisst ganz klar mehr Digitalisierung, eben auch gerade dort, oder? Also Home, die ganze Visualisierung von den Stromflüssen, wo jeder daheim sieht, wenn was läuft. Es gibt eine Sensibilisierung, oder? Das alles gehört eben ins Thema Dezentralisierung. Aber der technische Aspekt. Aber etwas, was vergessen geht und eigentlich der nächste Schritt ist, in dem ganzen Prozess, wo wir da drinnen sind, oder, ist nicht mehr technische Frage, sondern es ist eine Frage von der Organisation, von der Organisation von all diesen vielen kleinen Beteiligten. Es ist nicht mehr einfach eine grosse Corporate, die sagt, da und da und da geht es durch, oder? Alles natürlich immer nur zum Vorteil von den Investoren. Nein, es geht nicht mehr das. Es geht darum, dass ganz viele verschiedene, alle die eine eigene Photovoltaikanlage haben, alle die vielleicht einen mobilen Speicher haben, kannst deinen Tesla plötzlich noch nutzbringend ans Netz hängen, oder? Stell dir das mal vor. Eben, es geht darum, wie tut man all diese Parteien organisieren. Und die Stromalmend ist das Instrument, wo wir uns, also das Reglement, wo wir uns stellen, um das zusammen zu machen. Genau. Das Reglement wird jährlich wieder an einer GV abgesegnet. Es hat jede Möglichkeit, um das Reglement zu ändern. Es gibt einen Think Tank zu dem Stromalmend, wo Impuls gibt zum Design von dem Reglement, wo aber natürlich nachher Genossenschaften wieder werden darüber entscheiden. Auch dort drin steht der Strompreis, oder? Der Strompreis wird von denen bestimmt, die dort drinnen mitmachen. Und das sind die grossen Veränderungen in dieser ganzen Geschichte, oder? Und dort tut Stromalmend eine einfache, simple Lösung bieten, damit man eben die Organisation untereinander fair regeln, dass es für alle stimmt und natürlich ökologisch. Das Ganze soll einfach sein und persönlich. Wir sollen voneinander wissen, wer macht den Strom und wer braucht den Strom, weil es ein schönes Gefühl ist. Es verbindet. Die Stromalmend für alle die es eben haben.